Hallo und herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Format namens Sachenkunde. In diesem Format erklären wir euch, wie ihr eure Sachen besser auf eBay Kleinanzeigen verkaufen könnt. Wir geben euch den einen oder anderen Tipp. Und heute geht es um den Anzeigentext. Und nun ja, Leute, da wir heute so unglaublich viele Tipps für euch auf Lager haben, habe ich eine kleine Eselsbrücke gebaut, dass ihr euch auch alles perfekt merken könnt. Und zwar die Arschtrennliefergabe. Ja, du hast richtig gehört, die Arschtrennliefergabe. Ganz wichtig ist, dass ihr euer Produkt genauestens beschreibt. Was kann es nicht? Welche Erfahrungen habt ihr mit diesem Produkt gemacht? Unser heutiges glorreiches Beispiel ist Nils, sein alter AV-Receiver. Der ist aber hübsch. Bei dem könnte man zum Beispiel schreiben, was ist die Artikelnummer? Was ist der Name der Marke? Was ist die Augenfarbe? Ist die etwa blau oder grün? Wie viele Augenbrauen hat dieses Ding? Hier oben lassen sich die Augenbrauen zählen. Es sind mindestens 12. Aber vergesst auf keinen Fall auch die Features und die Funktionen in den Vordergrund zu rücken. Dieses Ding hier hat einen Drehknopf, der sehr viel Spaß macht. Und dieses Gerät ist nicht nur schwarz. Nein, es ist mattschwarz oder Batman Black. Also wie meine Haare, die nicht blond, sondern translucent Platinum sind. Aha. Was ich damit sagen will, ist, ihr könnt die Sachen attraktiv formulieren und attraktiv gestalten. Das Ding ist ja wirklich mattschwarz, also schreibt's auch hin. Ist ja geil, weißt du? Außerdem hat er eine ergonomische Form, die in viele Regale passte und er ist inspiriert durch Rechtecke. Und nicht zu vergessen, die Füße aus einer polierten Metallfassung, aus einer Titanium-Mint-Legierung und auch ein Display haben wir hier vorne zur Verfügung. Und nicht zu vergessen, der Zugang zum World Wide Web. Damit der Gegenüber aber auch weiß, was genau er kauft, ist es ganz wichtig, Schäden genau zu dokumentieren und eben auch zu beschreiben, wie sie die Benutzung beeinträchtigen. No! Eine Fingerabdruck. Je ehrlicher du bist, desto eher ist jemand gewillt, dein Gegenstand zu kaufen. Und viele potenzielle Käufer fragen sich jetzt natürlich, warum will er das denn loswerden, wenn es so ein geiles Teil ist? Deshalb ist es gut, wenn ihr einen Trennungsgrund angebt. Zum Beispiel ein Umzug oder ihr habt euch die neue Version davon gekauft oder ihr braucht es einfach nicht mehr oder ihr wollt aufräumen. Schatz, wir müssen reden. So geht es nicht weiter. Du musst uns verlassen, obwohl du doch diese wundervollen Haare hast. Aber du gehörst der Nils, also eigentlich bist du mir egal. Tschüss. Und falls ihr es noch nicht oder noch nicht ausreichend getan habt, dann sagt, was ihr geil an dem Teil findet. Zeigt etwas Liebe. Du bist so schön. Du hast so schöne Ecken und Kanten. Ich habe das Gefühl, wir sind auf einer Wellenlänge. Fair wie Versand. Im besten Fall gibt es den Versand gar nicht, weil die unkomplizierteste Variante ist immer die Selbstabholung und die sollte man deshalb auch immer mit angeben. Vor allem bei großen Sachen wie zum Beispiel Sofas. Oder Häusern. eBay Kleinanzeigen. Kostenlos, einfach und lokal. Wenn ihr aber doch Versand anbieten wollt, dann macht es Sinn, bei teuren Gegenständen die Sachen zu versichern. Nämlich dann kriegt ihr im Schadensfall das Geld von der Versicherung zurückerstattet. Am besten, und dies ist ein Geheimtipp, schickt ihr sogar die Sendungsverfolgungsnummer an den Käufer. Nämlich dann nervt euch nicht die ganze Zeit mit Fragen wie, hey, wann ist es denn endlich da? Hast du es schon losgeschickt? Wie sieht es denn aus? Ist es groß? Ist es klein? Kommt es am Montag oder Dienstag oder Mittwoch oder gestern an? Oh, das ist aber lecker. Gar wie Garantie. Die 2% der Menschheit, die ihren Zettel noch finden für die Garantie, schreibt es auf jeden Fall in euren Artikel mit rein. Vielleicht sogar in den Titel. Allerdings ist die Garantie natürlich keine Erfolgsgarantie. Yeah, das war ein geiler Joke, ey. Und B, die Bezahlung. Ja, das gute alte Para. Darüber machen wir auf jeden Fall noch mal ein ganz eigenes Video, wie ihr denn den Preis für ein Produkt richtig einschätzen könnt. Aber was ich euch jetzt schon mal mit auf den Weg geben kann, ist immer schön fair sein. Das Beste ist auf jeden Fall immer Cash bar auf die Kralle. Und achte bei dem Geld darauf, dass es auch wirklich beidseitig bedruckt ist und auch schön echt ist. Solltest du den Kauf aber online abwickeln wollen, dann empfiehlt eBay Kleinanzeigen PayPal. PayPal hat Käuferschutz, was allerdings nur bei Waren und Dienstleistungen eingreift und das sollte man bei der Bezahlung in der App angeben, denn sonst greift die Haftung nicht, aber hat dafür geringe Gebühren. Yippie. Fürs Verschenken von Sachen empfehle ich persönlich Schokoladen, Kaffees, Umarmungen, Dankes, Liebes, Pures, Küsschen oder auch ein Abo. Also denkt immer an meine 100 Millionen Dollar Eselsbrücke. Artikelbezeichnung, Schäden, Trennung, Liebe, Versand, Garantie, Bezahlung. Arschtrennliefergabe. Easy as that. Hier kommt ihr nun zu einem weiteren Video, wo ihr seht, wie man das perfekte Bild zu einer Anzeige erstellt, denn die Beschreibung ist nur die halbe Miete und hier oben könnt ihr abonnieren. Dieser Knopf ist meiner Meinung nach extrem sexy und sollte gedrückt werden. Oh yes. Ja, und ich mach mich mal aus dem Staub. Also macht's gut, Leute.